Ich darf Ihnen im Namen der Marktgemeinde Berchtesdorf, des Gemeinderats der Marktgemeinde Berchtesdorf und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sehr, sehr frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2021 von Herzen alles Gute wünschen. 2020 war wirklich ein herausforderndes Jahr für jeden und jede Einzelne, auch für uns als Gemeinschaft in Berchtesdorf. Und ich wünsche mir nur eines, dass 2021 jeder und jedem ein besseres Jahr bescheren möge. Ich glaube, das wollen wir und wir werden gemeinsam alles dran setzen, dass uns das gelingt. Danke für das gute Miteinander in diesem schwierigen Jahr 2020 und ich freue mich auf ein gutes 2021. Ich darf euch im Namen meiner Berchtesdorfer Hauer-Kollegen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, ein gesundes neues Jahr und ich hoffe, ihr feiert es mit einem Glaserl Berchtesdorfer Wein und ich würde mich freuen natürlich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder in alter Tradition beim Heurigen sehen. Liebe Berchtesdorferinnen und Berchtesdorfer, ich wünsche Ihnen im Namen des Roten Kreuzes alles Gute für die kommenden Feiertage. Gleichzeitig möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Wir sehen das als Anerkennung für unsere Arbeit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren heuer sehr gefordert. Ich denke nur an die Pandemie und an den Terroreinsatz. Herzlichen Dank nochmals und hoffentlich gelingt es Ihnen, über die Feiertage ein paar besinnliche Stunden zu haben und gestärkt ins nächste Jahr zu gehen. Herzlichen Dank. Ich stehe hier vor unserer schönen Weihnachtskrippe in der Pfarrkirche in Berchtoldsdorf. In den letzten Tagen und Wochen war viel davon die Rede, wir müssen Weihnachten retten, wir haben eine Ritualkrise. Findet Weihnachten überhaupt statt? Ich bin überzeugt, wir müssen Weihnachten nicht retten. Weihnachten rettet uns. Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung, der Freude und des Friedens. Und ich denke, gerade heuer in diesem besonderen und so schwierigen Jahr brauchen wir Hoffnung, Freude und Frieden. Ich wünsche allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, auch in diesen Zeiten. Besonders denen, die krank sind, die auch schwierige Zeiten erleben, die große Probleme haben, Kurzarbeit, Verlust des Arbeitsplatzes, Existenzängste. Wir werden in Zukunft mehr zusammenrücken müssen. Solidarität und Menschlichkeit ist sicher in der nächsten Zeit mehr gefragt als bisher. Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen. Weihnachten ist ja auch ein Fest der Gemeinschaft und der Menschlichkeit. In diesem Sinn, Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Im Namen des Kunstvereins Berchtoldsdorf wünsche ich allen Berchtoldsdorferinnen und Berchtoldsdorfern ein sehr fröhliches, gesundes Weihnachtsfest, ein wunderbares neues Jahr 2021 ohne Erkrankung, mit viel Erfolg. Und ich freue mich auf Regenbesuch im Artbe-Kunstverein. Die Kunst heilt zwar nicht alle Wunden, aber sehr viele. Liebe Berchtoldsdorferinnen und Berchtoldsdorfer, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein besseres 2021. Und vor allem gesund bleiben. Prosit! Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Berchtoldsdorf wünsche ich Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind auch im neuen Jahr stets für Sie da. Im Namen der Raiffeisenbank Berchtoldsdorf wünsche ich allen Berchtoldsdorferinnen und Berchtoldsdorfer ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr und dass das Jahr 2021 wesentlich besser sein wird und dass uns Corona nicht mehr beschäftigen wird. Ich darf Ihnen im Namen des Lions Clubs Berchtoldsdorf frohe Weihnachten, ein gesegnetes, friedliches, schönes Fest wünschen und auch einen guten Rutsch in das Jahr 2021, das hoffentlich ein besseres werden wird als 2020. Ich darf noch eine persönliche Bitte an Sie richten. Sollten Sie jemanden kennen in Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der an Not leidet, der finanzielle Hilfe brauchen würde, so soll er sich gerne an uns wenden und wir stehen mit Rat und Tat bereit, um eine Not zu lindern. Und auch ich wünsche Ihnen natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest, frohe Feiertage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021.